Meine lieben Freunde, was geht? Es ist tatsächlich zum zweiten Mal Vlog-Time in dieser Woche. Willkommen auf InvertMaster Plays oder auf Twitch einfach nur InvertMaster. Die meisten kennen mich ja schon, aber auch für die Neuen, die hier einschalten. Ich bin Marcel, bin Kaufmann im Einzelhandel, jetzt wieder. Also ich meine, ich war es immer, aber ich darf seit Montag wieder arbeiten. Sind weiterhin aber trotzdem in Kurzarbeit. Und ja, ich habe ja schon beim letzten Vlog so ein bisschen auf die Arbeit wieder reagiert und das mache ich jetzt auch wieder. Das heißt, ich habe heute meinen freien Tag, ist jetzt gerade Donnerstag, 2 Stunden vor den Open Lobbys und ja, kurz zu meinen Erlebnissen im Einzelhandel gerade. Niedersachsen muss ich der Form halber noch erwähnen. Montag habe ich gearbeitet von 10 bis 13.07 Uhr, wurde dann nach Hause geschickt, hatte keinen Kunden. Den gesamten Dienstag hatte ich einen Kunden, also von 11 bis 20 hatte ich einen Kunden, eine Sache auch verkauft und zwei Kunden nur vermittelt, also quasi hier, da ist die Ware, hier ist der Kunde, hier ist der Kollege, so ein Motto, nur mach. Wir haben übrigens auch ein bisschen Tageslicht, falls sich jemand gerade fragt, aber ja, das geht. Man kann ruhig wissen, dass ich ein bisschen, ich könnte mich noch rasieren und Gesichtsfarbe. Na gut. Ja. War langweilig. Gestern am Mittwoch, auch von 11 bis 20, tatsächlich ein Kunde. Zwei, die ein bisschen geschnackt haben, sag ich mal, aber nichts, wo ich jetzt sagen könnte, wow, super Tag oder sowas. Also klar, ich hatte ein bisschen zu tun. Ich habe viele Preisstelle geschrieben. Viele Preise sind ja nicht mehr aktuell. Ich meine, es war 3 Monate zu. Aber Hand aufs Herz, ich hatte noch nie so viel Langeweile auf Arbeit. Also, ich sag mal, ja, man kann sich ein bisschen Arbeit suchen und es ist immer was zu tun, gar keine Frage. Aber, puh. Jetzt, heute zum Beispiel, was hatten wir? 14.000 Neuinfektionen oder sowas? Ich bin echt gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also, wenn das so weitergeht, müssen wir, ist wahrscheinlich eher die Frage, so ein 50-50-Ding, machen wir zu, weil der Inzidenzwert zu hoch ist oder machen wir zu, weil es sich nicht lohnt? Also es hört sich ja blöd an, aber mit den aktuellen Regeln in Niedersachsen haben wir volle Betriebskosten. Und klar, wir sind trotzdem noch in Kurzarbeit, also ein paar Tage im Monat bin ich zu Hause. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sich das rechnet. Aber ja, toi toi toi. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut. Ihr seid gesund und munter. Und ja, das ist ja auch, ich muss da vielleicht doch mal das Rollo ein bisschen runter machen, ne? Das kannst du ja keinem erzählen. Guck mal, jetzt ist es ein bisschen zu dunkel. Dann machen wir einfach nochmal so. Vielleicht so. Ja, ich glaube, so ist schon ein bisschen besser, ne? Ja, wir gucken einfach mal, was kommt. Also ich hoffe, euch da draußen betrifft es nicht unbedingt. Und falls doch, hoffe ich, dass ich euch sowohl auf YouTube als auch auf Twitch so unterhalten kann, dass man vielleicht auch in einer schlechten Stunde sich trotzdem unterhalten fühlt. Und da komme ich auch schon auf das nächste Thema zu sprechen. Anno und Formel 1. Wir zocken ja quasi seit dem 1. März eigentlich nur ja, Anno und Formel 1 eben, Open Lobbys, aber auch jeden Sonntag das 100%-Rennen, wo man sich auch ab sofort für Italien, für die zweite Season bewerben kann. Alles weitere sonst im Discord ganz normal. Und ja, was soll ich sagen? Es macht unheimlich Spaß. Also ich bin mit, weiß ich nicht, der Spielstand hat, glaube ich, jetzt 50 Stunden und ich bin jetzt gerade mal auf 30.000 Einwohner gekommen, aber den Leuten geht's gut. Wir hatten ein bisschen Itemglück, wir haben mit anderen Leuten schon gekämpft, beziehungsweise ja, gegen Computergegner. Und ja, was soll ich sagen? Es läuft langsam, ne? Der Hobel fängt langsam an. Natürlich ein bisschen Chaos, ein bisschen Schirmbau. Und ja, so sieht's aus. Heute, wenn das Video kommt, also am Freitag, werde ich abends mit ein paar Leuten Warzone zocken. Jetzt ist auf. Oh! Ja, ich hab mal ein paar Leute gefragt und die aktiv Interesse daran gezeigt haben. Und ich denke mal, nächste Woche wird es dann auch nochmal wieder einen Warzone-Abend geben. Ich weiß nicht, kommt morgen die neue Map? Oder, also, beziehungsweise kommt heute die neue Map oder nächste Woche? Ich weiß gerade gar nicht ganz genau. Ich hoffe überhaupt, dass das klappt denn mit meiner Turbo-Leitung hier. Ansonsten ja, muss ich dann doch nochmal spontan switchen. Samstag habe ich mir noch keinen genauen Plan gemacht. Ich weiß, Amlu und Co. werden ja vielleicht Among Us zocken. Ich weiß nicht, ob ich in Anno direkt wieder reingehe
Oder ob ich vielleicht Spider-Man zu Ende zock. Ich meine, Valhalla müsste man eigentlich auch noch mal. Schwierig. Aber das Gute ist, egal was wir Samstag streamen, Sonntag 16 Uhr, 100% Rennen in Belgien, unser Saisonfinale. Es wird auf jeden Fall heiß hergehen zwischen Nano, Max, Kimbo, Player und auch noch ein paar anderen, die im Fahrerfeld sind. Das wird auf jeden Fall heftig werden. Da gehen wir um 16 Uhr rein. Und dann habe ich frohe Kunde. Montag, Dienstag, Mittwoch habe ich frei. Das bedeutet also, wir können gucken, was machen wir Watch-Party-mäßig. Wann spielen wir Anno, wann spielen wir Valhalla, wann spielen wir Spider-Man, wann spielen wir Anno, Anno, Anno. Und die Formel-1-Lobbys könnten wir, denke ich mal, auch Mittwoch machen. Mittwoch, ich weiß nicht, da hat auch eine ganz besondere Person Geburtstag. Ich denke mal, aufgrund der aktuellen Regeln fällt dieser Geburtstag zumindest in größerer Runde aus. Dementsprechend, glaube ich, habe ich Zeit für Open Lobbys und wir können das am gewohnten Mittwoch machen. Und zu Formel 1 noch was Kurzes. Man kann sich mittlerweile für Italien anmelden. Und beim ersten Rennen in Italien werden wir das so machen, dass wir auf gleiche Bolidenleistung fahren. Und trotzdem volles Quali und so weiter. Also die ganz normalen Settings wie eigentlich bekannt, nur gleiche Bolidenleistung. Und das soll quasi mit der neuen BOP zusammenhängen. Das heißt also, im Prinzip ist es so, der natürlich gewinnt, ist im zweiten Rennen dann quasi letzter. Wo man im ersten Moment denkt, oh, scheiße, wird ja wahrscheinlich Nano, Olli oder so in die Richtung treffen. Aber wir haben dann eine BOP, die das quasi automatisch, ja, ich sag jetzt mal, berechnet, in welchem Auto man kommt, sodass man nach 4, 5, 6 Rennen spätestens sich so ein bisschen eingependelt hat. Wie die BOP aufgebaut ist, mit welche Leute dahinter steckten, mit allem drum und dran, was uns wichtig ist, ehrlich und transparent, wie ihr uns kennt oder wie ihr auch mich kennt, werde ich denke mal, ich habe es noch nicht zu 100% abgesprochen, aber mit Stifler wahrscheinlich, zusammen, ich weiß nicht, ob ich ein Video dazu mache oder vielleicht on-stream oder sowas, das müssen wir nochmal gucken, dass wir euch da nochmal genau sagen, Mensch, pass auf, so und so und so funktioniert das Ganze. Momentan ist es ja so, dass Delfim, Stifler, Yannick, Olinator und ich die Leute quasi einteilen und wir berücksichtigen natürlich den fahrerischen Skill, wer kommt mit welchem Auto, wie gut klar, auf welcher Strecke, mit allem drum und dran und das wird dann quasi wegfallen. Man behält sich natürlich vor, dass wir manuell nachbalancen, theoretisch. Eigentlich soll die Tabelle das natürlich machen, aber wenn jemand Neues zum Beispiel kommt, dann müssen wir dann gucken, wie wir das genau machen, beziehungsweise das werden wir in einem extra Video machen. Sollte irgendwas zu dieser BOP unklar sein, bitte immer fragen. Fragt die eben genannten Jungs, beziehungsweise stellt einfach im Fahrradtalk eure Frage und dann werden wir darauf eingehen. Nächste Woche habe ich Frühschicht. Also, wie gesagt, Montag, Dienstag, Mittwoch wird es dann um 18:30 Uhr ganz normal losgehen, weil ich habe frei, da können wir früh starten. Und da wird es dann quasi auch immer Open End sein, außer Mittwochabend, wenn wir dann Open Lobby sind, da ist dann spätestens Mitternacht Schicht im Schacht. Genauso wie Donnerstag, Freitag, Samstag. Donnerstag, Freitag, Samstag muss ich jeweils bis 18:45 Uhr arbeiten. Das heißt, der Stream wird um 20 Uhr beginnen. Plus minus 5 Minuten, sag ich mal. Und ja, dann kommt auch der Zeitplan Montagnachmittag in etwa. Genau. Ich könnte natürlich gucken, ob ich vielleicht sage, dass wir die Watch Party vielleicht nicht Montag machen, wo wir Open End machen können, sondern vielleicht, weiß nicht, Donnerstag oder sowas, wo ich eh quasi von der Arbeit komme. Man könnte ein Filmchen gucken und ich gehe danach ins Bett. Dann könnten wir nämlich Montag mehr, ja, wie soll ich sagen, mehr zocken. Und Donnerstag, wo ja eh ein relativ kurzer Stream ist, da könnten wir dann halt ein Filmchen gucken oder vielleicht auch zwei, müssen wir mal schauen. Werde ich im Discord mir auf jeden Fall Gedanken zu machen. Ansonsten, ich habe über die Arbeit gequatscht, Formel 1 ein bisschen Quatsch, über Anno habe ich gequatscht. Und ja, danke, ne? Also, nicht nur der März, sondern egal welcher Stream, so viel Liebe und auch, was mir nochmal ganz wichtig ist in Anno, ich glaube tatsächlich, dass ich das letzte Mal Anno von einem halben Jahr, da wann ich das gestreamt habe, habe ich vielleicht auch ein bisschen aufgehört, weil die Hilfe zu extrem war. Also kein Vorwurf jetzt, um Gottes Willen. Aber ich sag mal, es gibt 15 Leute, die sagen, mach das so, 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 mach das so. Und ich denke mir so, ey, Moment mal, das ist mein Safe Game, so ein Motto, ne? Das war ein bisschen extrem, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt ist das so, auch die Leute, die mich bisher jetzt in Anno gesehen haben, jetzt speziell im März, die sagen,
Oh, guck mal, da fehlt eine Straße, ne, weil ein Lagerhaus nicht angebunden ist, oder? Oh, siehst du, hast du gesehen, da ist ein rotes Zeichen, da solltest du mal nachgucken, oder? Weiß ich nicht, irgendeine Metzgerei, die ich gemacht habe, fehlt irgendwie, also das Verhältnis, sag ich mal, und dann sagt auch ein Dave mal, ey, das Verhältnis ist 3 zu 4. So, weißt du, sowas ist einfach geil. Das schafft halt nur die Anno-Community und darüber bin ich sehr, sehr stolz, auch so viele Leute in der Firma begrüßen zu dürfen, sowohl als Follower als auch als Sub mit allem drum und dran. Wahnsinn, Wahnsinn. Also wirklich vielen, 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 vielen lieben Dank. Das ist einfach pures Zucker. Und dafür möchte ich mich bedanken. Genau, so sieht's aus. In dem Sinne, lasst es krachen, Kuss, Kuss, Kuss und ja, bis zum nächsten Video. Tschüssi!